Diabetes ist eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, die zu einem erhöhten Blutzucker führt. Der Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die meist bei jungen Menschen auftritt und sie ein Leben lang begleitet. Dabei greift die körpereigene Immunabwehr irrtümlicherweise die Zellen an, die in der Bauchspeicheldrüse das Insulin bilden. Die Folge ist ein absoluter Insulinmangel. Insulin öffnet die Zellen für den Blutzucker. Ohne Insulin können die Körperzellen daher keinen Zucker mehr aus dem Blut aufnehmen. Er reichert sich stattdessen im Blut an. Was genau Typ-1-Diabetes verursacht, wird zurzeit noch intensiv erforscht. Klar ist aber, Diabetes ist nicht ansteckend. Erste Symptome können sein, dass du dich müde oder schwächer fühlst, starken Durst hast, häufig zur Toilette musst oder an Gewicht verlierst. Das Problem? Dauerhaft zu hohe Blutzuckerwerte können Blutgefäße und Nerven schädigen, besonders an Hirn, Augen, Herz, Nieren und Füßen. Das muss aber nicht sein, wenn du deinen Diabetes gut managst. Noch gibt es für Diabetes zwar keine Heilung, er ist aber gut behandelbar. Und zwar mit einer Insulintherapie, welche die Funktion deiner Bauchspeicheldrüse nachahmt. Mit einem Pen oder einer Insulinpumpe. Trotzdem kann es sein, dass deine Blutzuckerwerte stark schwanken. Daher musst du dich immer gut um deinen Diabetes kümmern. Besuche dazu Diabetes-Schulungen. Und lass dich regelmäßig von deinem Diabetologen durchchecken. Wenn du ihn gut managst, kannst du mit Typ-1-Diabetes alles machen und ein normales Leben führen. Unterstützung finden du und deine Angehörigen in der Selbsthilfe.